Dieses nasskalte und etwas trübe Wetter, das bleibt uns wohl in den nächsten Tagen erhalten. Am Wochenende wird es zwar schon deutlich trockener, aber die warme Jacke, die würde ich euch trotzdem empfehlen. Und damit herzlich willkommen hier bei Wetter Online. Jetzt so zwischen April- und Winterwetter, da war irgendwie in den vergangenen Tagen alles mit dabei, ist zumindest mein Gefühl. Und das liegt mal wieder an einem Hoch über dem Atlantik und einem Tief über Skandinavien. Dadurch fließt nämlich kalte Polarluft in unseren Osten und Südosten. Im Laufe des Wochenendes schiebt das Hoch dann aber die Polarluft weg und die Strömung dreht nach und nach auf Nordwest, sodass mildere Nordseeluft ins Land fließt. Und damit verdichten sich auch die Wolken im Nordwesten. Im Tagesverlauf kann es dann ab und zu mal nieseln. Ansonsten bleibt es im Rest des Landes verbreitet trocken, aber eben auch ziemlich bewölkt. Lediglich im Alpenraum, da fallen noch letzte Schneeschauer vom Himmel. Und das Ganze eben bei Höchstwerten so um 4 Grad in der Nordwesthälfte. Und im Südosten bleibt es dann dauerhaft frostig bei Werten knapp unter dem Gefrierpunkt. Zum Sonntag dann breitet sich aus Nordwesten die mildere Luft immer weiter aus und das sieht man am besten schon in den Tiefsttemperaturen in der Nacht. Die Werte liegen in der Nordwesthälfte nämlich schon wieder über dem Gefrierpunkt und in der Südosthälfte teilweise echt deutlich darunter. An den Alpen werden dann über Schnee und bei klarem Himmel auch nochmal unter minus 10 Grad erreicht. Auch im Wetterradar sieht man die Trennung von Polarluft und milderer Luft deutlich, nämlich genau dort, wo die Wolkenkante liegt. Aus Nordosten kommen dann zunächst Regenschauer und entlang des Wolkenbandes fällt Schnee. Der Schneefall intensiviert sich im Tagesverlauf und bleibt dann beim Erzgebirge und im Alpenraum hängen. Auch der Wind spielt am Sonntag noch eine Rolle, denn der frischt spürbar auf. Besonders an den Küsten ist dann auch die ein oder andere stürmische Böe dabei. Und das Ganze eben bei Temperaturen wieder im einstelligen Bereich, die sich damit unter auch deutlich kälter anfühlen können. Aber im Westen werden schon wieder 8, 9 Grad erreicht und im Südosten bleibt es weiterhin relativ kalt bei Werten um den Gefrierpunkt. Ob es jetzt bei euch am Wochenende regnet, stürmt oder schneit, das erfahrt ihr wie immer auf wetteronline.de oder in der Wetteronline-App. Ich wünsche euch auf jeden Fall ein schönes Wochenende. Ich bin Annika Jakob von Wetteronline.